Dann kann ich das hier noch ein bisschen schlauer nutzen. Zack. Dann Holzkohle rein und dann schön den gefangenen Fisch da erstmal drauf zubereiten. Ich kann die Kugelfische dann auch braten. Mal gucken. Das ist ja auch ein ziemlich gefährlicher Fisch, ne? Ich glaube, wenn man den nicht richtig zubereitet, dann ist er auch tödlich. Da sollte man ein bisschen aufpassen, dass nur einen gelernten japanischen Koch machen lassen. Na gut, japanisch muss er nicht sein, er muss es gelernt haben, weil sonst wird es kritisch. Mieses Wetter auf jeden Fall gerade. Könnte ich ja an und für sich mal hier ein bisschen weiter ausbauen. Was habe ich denn hier eigentlich gebaut? Ach, so eine Art Schatzkammer wollte ich hier regeln, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Hier soll eine Art Schatzkammer gebaut werden. Und hier habe ich ein kleines Bett stehen bis jetzt. Ja, nichts Aufregendes. Aber an und für sich, der Raum ist ja auf dieser Höhe hier. Könnte ich dann hier auch weiter bauen und dann so eine Treppe hier nach oben bauen. Das kann ich ja schon mal hier langsam anfangen bei dem Siffer da draußen. Weil ich dann nachher hier oben den Raum durchbauen wollte und dann hier so einen schönen Ausblick haben will. Das wird schon geil werden. Vor allem, wenn das hier ein bisschen wohnlicher geworden ist. Ich hole auch direkt schon mal den Stein, den ich dafür, glaube ich, verwenden möchte. Und zwar diese Slabs hier. Ich glaube es. Also kann sein, dass sich das noch ändert, aber die finde ich eigentlich ziemlich cool, die Dinger. Oder soll ich erstmal den Rohbau hier setzen? Vielleicht noch ein bisschen schlauer. Sonst reiße ich das ja eh die ganze Zeit wieder ab und baue neu. Hier drei nach oben. Dann würde ich gerne nach links und rechts das hochgehen lassen. Noch einen nach hinten. So eine Art Herrenhaustreppe. Kann man sich zuerst noch nicht vorstellen, dass das mal sowas sein wird, aber glaubt mir, ich hab da was im Kopf. So, provisorisches Licht erstmal setzen. Die ganze Kohle muss natürlich auch noch raus. Ja, ich weiß, es ist nicht effektiv mit meiner Spitzhacke, aber irgendwie bin ich auch gerade zu faul, muss ich sagen, mir eine Schaufel zu bauen. Durch die Treppen stuft man es dann hier. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3 wäre dann hier oben schon. Stufe 1, 2, 3. Dann geht's weiter. Also gehe ich hier noch einen nach hinten. Und jetzt geht's hier wieder nach oben. Auf beiden Seiten dann gleich. Bisschen Licht. Ja, so ungefähr stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Hier hört sich das schon wieder gewaltig nach Höhle an.
erstmal hier hoch und dann kann sich die Treppe wieder treffen. Dann bauen wir uns hier oben ein schönes Loft rein. Einen noch. Sehr cool. Dann würde ich sagen, treibe ich das ganze Spiel auch auf der anderen Seite. Buddeln, 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 buddeln. Das Problem, was ich habe, ist, dass meine Eisenspitzhacke gleich schon, nicht die Eisen, sondern die Diamantspitzhacke gleich schon kaputt ist. Bisschen ärgerlich. Also ist das halt, ne? Man muss ja viel ausprobieren. So, das müsste schon die Ebene wieder sein. 1, 2, dann sind wir auf der dritten Ebene. Jetzt soll ich hier auch ein bisschen mehr Platz oben lassen. Das wird jetzt halt gar nichts hier. Schwupps. Draußen tobt ja einfach mal der Jahrhundertsturm gerade. Mal drüben gucken, dass es ja auch alles eine Ordnung hat. Ja, das sieht jetzt gut aus. Fackel reinballern. Auch ein Licht. Kohle, sehr schön. Das passt dann auch wieder, ne? Genau. Gehen wir hier mal nachschauen. Vier Stück bin ich nach hinten gegangen, also vier Blöcke. Fehlt hier auf der Seite noch einer. Das könnte ich nämlich theoretisch das hier oben schön zusammenlaufen lassen. Das heißt, ich buddel jetzt hier erstmal durch, bis sich beide Seiten dann treffen. Und wenn hier alles in der Planung richtig gelaufen ist, dann sollte das auch so passieren. Perfekt. Dann will ich das auch ganz am liebsten so haben, dass die Treppe dann von unten nach oben offen ist. Dass man da ein Glas zwischenbaut oder wenigstens einen Zaun so als Absperrung oder Geländer. Das stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Drei Blöcke sollte der Gang schon bereit sein. Jetzt sieht das noch nichts aus. Perfekt. Gut. Nächster Schritt. Könnte sein, dass ich das hier aufmache. Nach oben hin. Zunächst erstmal die überflüssigen Blöcke hier wegnehmen.
Ja, ich mal fürs Erste, ne? Das ist mal so. Dann muss ich hier in etwa, glaube ich, reinbauen. Dann kann ich mir hier schon das Glasfenster bauen und unten an den Boden am besten. Ja, nicht in den Boden, im Glas, klar, am Boden und hinten vielleicht so einen kleinen Kamin. Mal schauen. So, bin ich jetzt mittig, wie ich mir das vorgestellt habe, oder bin ich versetzt? Bestimmt nicht versetzt, ne? Ja, ein nach links muss ich noch mehr. So, und dann muss ich den hier so wegnehmen noch, ne? Perfekt, alles symmetrisch. Ast rein! Es wird hier natürlich noch alles weiter ausgebaut. Das ist nur mal so grundlegend, um zu sehen, wie das nachher mal aussehen könnte oder wo ich durch muss vor allem. Viel zu niedrig. Das funktioniert so nicht. Mindestens so. Ah, da muss ich in Zukunft auch noch die Decke hier hochnehmen. Das wird sonst nichts. So, mich stört das ja jetzt schon, wenn ich hier langlaufe. Wenn ich runtergehe, ist der auch im Weg. Na, komme ich wenigstens an die wichtige Kohle ran, ne? Ja. Mache ich das mal so. Geht der hier ein nach oben und dann nehme ich auch hier die Decke auch weiter weg. Jupp. Kann ich hier natürlich die Decke auch wegmachen. Ich habe aber nichts, um das zu reparieren, ne? Ist meine Spitzhacke gleich kaputt. Knack. Schade, das war's wohl. Ja, das heißt, zurück an den Crafting Table. Dann gibt es wieder nur eine aus Eisen. Ganz toll. Ja, vorher nehme ich lieber hier gleich mal 6 Stück mit. Hier Holz. Ich brauche Holz. Um gleich ein paar Stickies mir herzustellen. So, ja, wenn ich schon dabei bin, haue ich die Öfen auch mal wieder an. Guti. Dann Spitzhacke. Ja, 2 Stück sollten dafür das erste Mal wieder ausreichend sein. Ja, das Wetter ist heute ganz nett. Dann mache ich nur kurz die Decke oben zu Ende und werde noch mal ein bisschen angeln gehen. Jo, denn jetzt hier weiter. Ja, weit bin ich mit der Angelei ja noch nicht gekommen, ne? Gebratenes Kaninchen habe ich ja zum Glück noch ein bisschen. Einmal
voll sein vom Hungergefühl her, passt so. Wunderbar, so habe ich mir vorgestellt. Jetzt Angel in die Hand und dann wieder draußen. Und ich könnte auch mal gut wieder Holz vertragen, habe ich gerade gesehen. Da muss ich mal ein bisschen was abholzen gehen. Ich werde mir, glaube ich, über hier erstmal eine freie Fläche suchen. Habe ich tatsächlich noch eine Steinaxt, ja? Aber warum nicht? Hier wird dann bald mein neues Domizil entstehen. Für die Wochenendausflüge zum Angeln. Aber erstmal hier ein bisschen Holz holen. Das ging ja schon ziemlich zur Neige gerade. Jo. Also Angel, oh, habe ich schon im Inventar. Der bitte von Petri Heil. Beißt er jetzt nichts an? Ich glaube, wir müssen einfach nur ein bisschen ruhig sein. Da kommen die Fische schon. Jetzt haben sie Schiss und hauen ab. Verdammt. Zu spät gewesen. Vermute ich einfach mal. So, da sehe ich schon was. Biss. Kugelfisch. Tintenfisch, hau ab da. Bis. So kann es weitergehen. Es wird schon wieder dunkel. Ich bin ein bisschen zu lange da in meiner Bude geblieben, würde ich sagen. Ein Fisch noch, bitte. Und was habe ich jetzt gefangen? Nur Kugelfische. Da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Ich versuche gleich mal auf den Grill zu legen. Aber schnell nach drinnen gehen, bevor hier die Creeper wieder kommen und Terz machen. Da können wir doch eigentlich auch so eine Art Brunnen basteln. Ja. Könnte mir gefallen. Wir haben zwar noch kein richtiges Haus, aber Hauptsache wir fangen schon mal mit der Verschönerung des Gartens an. Ich werde hier mal jetzt zwei hochsetzen. Na, so war das nicht gedacht. So.
Setze ich wieder nach vorne ein. Ich glaube, es sieht ein bisschen harmonischer alles aus. Ja, cool. Warum auch nicht? Kann ich ihn hier noch ein bisschen vergrößern? Ich denke mal, dass ich das in Zukunft ein bisschen mit Wasser auffüllen muss. Dass es ein bisschen natürlicher aussieht, aber warum nicht, ne? Hat doch einen optischen Hingucker. Und ich werde mir auch das nächste Mal, wenn ich drin bin, eine Schaufel bauen. Das nervt mich gerade schon ein bisschen. So. Cool. Und vielleicht... Naja, ich glaube, ich brauche ein tieferes Gewässer, ne? Dann kann ich mich hier auch vor Ort angeln. Sehr, sehr schön. Da kommen schon die ersten Zombies. Das heißt, ich verkrieche mich mal schon da drin. Die Angel einholen. Alles klar. Das heißt, ich lege mich ins Bett und mache da mal wieder eine kleine Pause. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, bis dahin. Ciao.